durch eine allgemein verbesserte GPU-Architektur. Le Architektur, c'est le GPU-Architektur. C'est très dangereux. Es wird spannend auf dem Hardware-Markt. Nvidia prescht voran, denn die ersten Next-Gen-GPUs, zum Beispiel für die GeForce RTX 4090, sollen sich bereits in der Testphase befinden. Im Hause AMD ist der lang ersehnte Ryzen 5800X 3D nach dem Verkaufsstart vorerst ausverkauft. Außerdem klärt ein YouTuber die Frage auf, ob es bei RAM eine Höhenbegrenzung gibt. Willkommen zu den PCGH-News dieser Woche. Bislang war der diesjährige Hardware-Markt eher zahm, besonders bei Grafikkarten, doch bald kommen die ersten großen Neuvorstellungen. Während sich Intel und AMD im zweiten Halbjahr mit den neuen Ryzen 7000 und Core 13000 Prozessoren einen Schlagabtausch liefern werden, wird schon für die Jahresmitte Intels Einstieg in den Desktop-Grafikkartenmarkt erwartet. In den Monaten danach sollen dann zudem noch die neuen RX 7000 und RTX 4000 Grafikkarten erscheinen, sodass es bis zum Jahresende große Veränderungen am Grafikkartenmarkt geben wird. Für viele Spieler besonders spannend dürfte dabei das Duell der Top-Modelle von AMD und Nvidia werden, auch wenn zur Leistungsfähigkeit der beiden Produkte noch nicht allzu viel bekannt ist. Zumindest bei der RTX 4090 könnte sich das aber schon bald ändern, denn offenbar verfügt Nvidia inzwischen über ein lauffähiges Exemplar. Konkret behauptet der auf Twitter aktive Leaker Copite7Kimi, dass die auf der RTX 4090 verwendete AD102 GPU mittlerweile in der Testphase sei. Diese Phase findet üblicherweise nach dem sogenannten Tape-Out eines Chips statt und soll zur Verifizierung dienen, dass bei der Entwicklung und Fertigung vereinfacht gesagt alles glatt gegangen ist. Sofern keine weiteren Probleme auftreten, dürfte Nvidia deshalb bald versuchen, die Taktraten des AD102-Chips zu maximieren. Spätestens wenn entsprechende GPU-Samples dann bei den Boardpartnern eintreffen, dürften im Netz zunehmend Leistungswerte zum neuen Nvidia-Flaggschiff auftauchen. Schon jetzt steht aber fest, dass es mit dem neuen GeForce-Flaggschiff einen deutlichen Leistungssprung geben wird. Die Gerüchteküche spricht bislang unter anderem von einer deutlich moderneren Fertigung und von knapp 18.500 statt ca. 10.800 Shadern beim Topmodell. Außerdem soll auch schnellerer Speicher zum Einsatz kommen. Während Nvidia bislang auf Speicher mit maximal 21 Gigabit pro Sekunde wie bei der RTX 3090 Ti setzt, könnten bei der RTX 4090 laut Copite7Kimi Module mit 24 Gigabit pro Sekunde zum Einsatz kommen. Für eine weitere Bandbreitenerhöhung soll zudem auch ein größerer Cache sorgen, wie es aktuell bereits bei AMDs RX 6000 Grafikkarten gemacht wird. Durch eine allgemein verbesserte GPU-Architektur könnte sich zudem noch ein weiterer Performance-Zuwachs ergeben, sodass die RTX 4090 am Ende womöglich mehr als doppelt so schnell sein könnte wie Nvidias aktuelles Flaggschiff. Was am Ende dabei herauskommt, wird man die nächsten Monate sehen. Ihr habt es sicher mitbekommen, der Verkauf des Ryzen 7 5800X 3D hat diese Woche begonnen. Und allzu lange hat es auch nicht gedauert. Wie es zu erwarten war, ließ sich die CPU schon am Tag danach kaum mehr bestellen. Und das war nicht nur in Deutschland so, sondern weltweit. Die schnellste Gaming-CPU von AMD wurde seit den Tests letzte Woche heiß erwartet und entsprechend richteten sich alle Augen auf den Verkaufsstart. Auch wir haben die CPU für euch unter die Lupe genommen. Mehr dazu in unserem Video. Es wäre zwar übertrieben zu behaupten, dass der 5800X 3D nur ein sogenannter Paper-Launch war, aber eine gute Verfügbarkeit zum angekündigten Preis sieht anders aus. Zwischenzeitlich gab es zwar auch mal Angebote für die unverbindliche Preisempfehlung von 490 Euro, aber im Großen und Ganzen lag der Preis eher leicht oder sogar deutlich darüber. Zum Zeitpunkt des Videodrehs hatten weder Mindfactory noch Alternate-Ware. Bei Case King gibt es einen ungewissen Liefertermin. Der ProShop möchte ab dem 10. Mai liefern. Im PCGH-Preisvergleich von Geizhals konnte sich der Ryzen 7 5800X 3D durch die vielen Suchanfragen auf Platz 1 der CPU-Charts hieven. Allerdings wird dort aktuell keine lieferbare CPU zu einem vernünftigen Preis geführt. Die Nachfrage dürfte also schnell wieder erkalten, solange keine Ware da ist. Davon könnte der Ryzen 9 5900X profitieren, der schon die letzten Wochen immer mal günstiger wurde und als Nebeneffekt mittlerweile die Marke von 400 Euro unterschritten hat. Der 12-Kerner steht aktuell auf Platz 2 der CPU-Charts und hat gute Chancen auf Platz 1. Zur Erinnerung, Ende März war die CPU noch für 445 Euro gelistet. Die hohe Nachfrage nach dem 5800X 3D lässt Befürchtungen wachsen, dass die CPU weiter knapp bleibt. Dann könnte der X3D den Status eines Pentium 3 Tualatin 1400 oder Core i7-5775C erreichen, also eine kurzlebige, fantastische Sammler-CPU und die Chance, der AM4 Retro-König zu werden. Während sogenannte Riser-Kabel als Verlängerung für den Anschluss von Grafikkarten vielen PC-Bastlern ein Begriff sein dürften, ist ein RAM-Riser wohl bisher den wenigsten untergekommen. Normalerweise möchte man Arbeitsspeichermodule bekanntlich möglichst niedrig halten, damit diese nicht etwa mit dem CPU-Kühler kollidieren.
Bei RAM-Risern geht es auch weniger um das Stapeln an sich. Eingesetzt wird dieses Zubehörteil im Test- und Benchmark-Umfeld, wo häufig der RAM gewechselt wird und man entsprechend den Steckplatz auf dem Mainboard von der ständigen Belastung des Austausches schonen möchte. Auf YouTube hat sich der Kanal Mr. Yeester vor einer Weile der Frage gewidmet, wie viele dieser Riser für Arbeitsspeicherriegel sich stapeln lassen, sodass der PC trotzdem noch hochfährt. Ursprünglich als tägliche TikTok-Reihe gestartet, brachte es der so gebaute und etwas schiefe RAM-Turm auf immerhin 5 Zwischenstücke, die das verbaute 16-GB-Modul der Marke Corsair Vengeance LPX mit 2666 MHz und Timings von 16, 18, 1835 vom eigentlichen Slot trennen. Bei der Verwendung eines sechsten Risers fuhr der Rechner dann auch nicht mehr hoch. Wie auch in den Kommentaren unter dem Video nahegelegt wird, dürfte dies natürlich am erhöhten elektronischen Widerstand liegen, wodurch der Slot den RAM-Riegel nicht mehr ausreichend mit Strom versorgt. Das ließe sich durch entsprechende BIOS-Einstellungen womöglich noch ausreizen. Getestet wurde das in dem nicht ganz ernst gemeinten Video zwar nicht, aber um dem Ganzen dennoch eine wissenschaftliche Note zu verpassen, hat Mr. Yeester mit jedem Riser mehr noch einen Performance-Test durchgeführt. Dabei sank die Leserate schrittweise von knapp 8000 auf knapp 7500 MB pro Sekunde. Die Schreibrate fiel von gut 5400 auf ca. 5250 MB pro Sekunde. Die Leserate reduzierte sich also deutlicher als die Schreibrate. Alltäglichen Nutzen haben das Riser-Gestapel und die daraus gewonnenen Erkenntnisse natürlich nicht wirklich, aber ein unterhaltsames Experiment ist das Ganze allemal. Das Ende dieser PCGH-News naht und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist. Vergesst den Daumen nach oben und die Glocke nicht. Bis zum nächsten Mal. Cheers!